Dann lass uns das danach überlegen, weil ich habe jetzt schon Westwing da und zeige dir gleich mein super Büro, wie die Einrichtung geworden ist. Okay, du musst morgen vorbeikommen. Es ist so geil geworden. Machen wir das Meeting schon hier. Juhu! Bis dann, ciao! Hallo! Hallo, mein Name ist Palina Rojinski und ihr seid hier in meinem neuen Office. In einem richtigen Büro. Ich kann es selber nicht glauben, es ist mein erstes Büro. Hier kann ich kreativ sein und einfach auch mal Sachen wegarbeiten. Ist ja auch immer ganz wichtig. Außerdem ist es das Office von Astrolinski, meiner Brand, die ich zusammen mit meiner Schwester mache. Wir machen Klamotten und alles mit einem astrologischen Touch. So ein paar persönliche Dinge sind natürlich auch schon im Büro. Ich habe hier das erste Mal endlich mal einen Platz für meine Preise gefunden. Die habe ich jetzt hier hingestellt, sonst standen die immer irgendwo im Schlafzimmer in so einer Ecke ganz oben verstaubt in einem Regal. Diese Muschel ist einer meiner Lieblingsgegenstände. Die habe ich 2005 oder 2006 in Jamaika aus dem Wasser gefischt und dann ragte nur diese kleine Spitze heraus und ich war so neugierig, was ist denn das? Und hole dann dieses Geschenk hier raus und das habe ich dann mitgenommen. Das ist hier so die Chill-Area, die kreative Ebene. Wir sehen hier die Lampe. Ich hoffe, dass sie mir viele leuchtende Ideen bringt. Die Räume spiegeln meine Persönlichkeit in dem Sinne, dass sie alle verschiedenfarbig sind. Ich wollte, dass sich die Räume unterscheiden, aber trotzdem irgendwie zusammen ein Farbkonzept ergeben. Ich habe die Farben auch relativ gedeckt gehalten, außer in der Küche, da ist es ein bisschen wilder. Sonst habe ich gedacht, ja, es muss wie so ein frischer Atemzug sein. Und ich glaube, das ist mir mit Westwing gut gelungen. Das ist hier kein klassischer Meetingraum. Ich habe hier so versucht, ein paar Inseln zu bauen, wo man sich wohlfühlt, wo man Platz hat, wo man zusammen chillen kann. Weil ich finde, dass vieles, gerade was kreativ ist, einfach aus dem Gespräch heraus entsteht und aus so einem Brainstorming. Und das kann man hier besonders gut. Das mag ich hier besonders gerne. Ja, eine Couch im Büro finde ich super wichtig, weil man kann sich hier auch zusammen so hinsetzen und auch nochmal entspannt miteinander quatschen und so kommt man dann auf richtig gute Ideen. Ich denke, mein Stil lässt sich verfolgen in dem ganzen Büro, dass es so abwechslungsreich ist und bunt, wobei die Farben sowieso pastellig sind, aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht das normale Büro. Also es ist schon mit Liebe zum Detail eingerichtet. Ich will, dass man sich überall wohlfühlt. Überall sind irgendwie Räucherstäbchen oder Kristalle oder ein schöner Blumenstrauß mit einer Vase. Ich finde das alles total schön, organische Formen. Man hat das Gefühl, es fließt irgendwie von einem Raum in den nächsten. Und das ist für mich, für den kreativen Prozess auch wichtig. Kennt ihr das aus Büros, dass es so eine erdrückende, stressige Atmosphäre gibt, wo man keine frische Luft hat und wo es irgendwie nicht so entspannt ist? Und das wollte ich vermeiden in meinem Büro. Ich wollte, dass es entspannt ist, dass es schöne Farben gibt, dass man in einer schönen Atmosphäre sich auf den Weg machen kann, den Gipfel zu erklimmen.